Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 mit Medium Taste hier auf TypeTheBute bei unserem Cliffhanger vom letzten Mal. Ja, wir befinden uns hier in der Kammer, wo wir gerade den Würfel unten auf die Plattform gestellt haben, festgestellt haben, dass wir den Würfel wieder wegnehmen müssen, damit wir dort Farbe ranbringen können. Ich bin jetzt mal so dreist und stelle mir wieder einen Wecker. Weil Uhren lesen, wie wir ja schon bemerkt haben, nicht so mein Fall ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet zwei wunderschöne Tage seit der letzten Folge, beziehungsweise einen schönen Tag und einen halben. Denn wir bringen ja unsere Folgen immer zwischen 12 und 1 raus. Also, dann nehme ich mal den Würfel da, wo er liegt, weg. Und wir werden uns ein bisschen blaue Farbe beschaffen. Das heißt, blaue Farbe, blaue Farbe. Und den Würfel wieder rauf. Und ich würde vorschlagen, wir machen da noch ein bisschen Orange hin. Wie ich gerade festgestellt, gibt es die blaue Farbe diesmal auch nur portioniert. Sprich, die wird auch anscheinend teurer. Ich will nicht orange werden. Na dann rennen wir doch mal und hoffen, dass jetzt nichts Böses passiert. Das war gruselig. Los geht's. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Trotzdem nehme ich gerne die 60 Dollar. Ich habe zufällig heute gelesen, dass die Forscher erstmals den Älterungsprozess umgekehrt haben mit einer Bluttransfusion. Und auch vor kurzem eine Dokumentation über jemanden gesehen, der mit den heutigen Mitteln dargestellt hat, wie man ewig leben könnte. Das fand ich ganz interessant. An dem Punkt jetzt mal Vielen mit dem Dank. Aufschneiden erwähnt. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Bitteschön. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für Carolyn. Was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Until never. Okay, da ist unser Ziel. Dort ist eine weiße Wand. Wie wir wissen, weiße Wände sind immer gern gesehen. Und dann sind wir bei Gamma. Warum ist Gamma? Gamma ist weiß. Da will ich nicht hin. Da will ich hin. Carolyn, Carolyn, wer ist? Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder? Oh Gott. Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Oh, ich muss ja nachdenken. Ja, denk nach. Tschüss. Ja, wir fuschen hier nicht rum, na, eindeutig. Fuscht hier nicht rum. Das spare ich mir. Hehe. Blaue Farbe, weiße Farbe. Also blau haben die hier im Übermaß, das läuft jetzt aus wie nichts. Aber weiß ist irgendwie auch teuer anscheinend. Kurz. Ups. Jetzt wollen wir schon mal, wofür die weiße Farbe da ist. Ich hasse es.
Warum hat man eigentlich sowas? Das ist doch ein ganz normaler... Freaks. Alles Freaks. Ah, Vogel! Tötet das Mistvieh! Ah, Vogel! Ja, ist weg. Also weiterdenken. Danke. Jetzt wieder die Klappe. Schön. Watch your step. Ja. Sehr, sehr witzig. Ich glaube, ich habe da eine weiße Wand gesehen, oder? Und ich dachte, yay, ich bin durchgekommen, aber Pustekuchen. Wir dürfen noch mal rennen. Jetzt. Okay, das war jetzt doch nicht so schlimm. Willkommen im Enrichment Center. Hello. Gesundheit. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerzmittel. Ja, da werden wir uns freundlicherweise mal ein bisschen beeilen mit den Tests. Ne? Wir wollen ja, dass der arme Mann, der tot ist, nicht stirbt. Gut. Captain Obvious. Oh, mein Englisch war auch schon mal besser. Denken. Exit. Weiße Farbe. Und. Thank you much, ist ja geil. Komm ich da ran? Ich gerne mal rüber gucken. Halt. Ist ja kein Shooter, nicht immer die gleiche Taste verwenden. Okay, weiß, dahin fliegen. Sollte damit geklärt sein und nach da oben kommen. Ich hab da so eine Vermutung. Und zwar die Platte weiß und dann schön die weiße Farbe in die Richtung lenken. Upsala. Ah, eine Etage haben wir noch, oder? Nee. Schön. So. Und dann hier blau, da orange. Cool. Ich hab nachgedacht. Denk mal nach. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darauf hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sage was. Und ich spreche auf Band, damit ich es jeder 100-mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen.
Ja, kein Wunder, dass die so sie neurotisch war. Ist. Sagen Sie alles nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Das ist ein Scherz, oder? Puh. So, diesmal ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Was ich sagen wollte, ich würde sagen, Cave Johnson hatte gerade mehr als 1,6 Volt Energie. Ja, und jetzt? Ist da oben keine weiße Wand mehr? Doch, da. Sehr gut. Wo landen wir? Hier. Ja, das kann nichts Gutes bedeuten, wenn da eine weiße Fläche ist. Gehen wir also davon aus, dass wir diese weiße Fläche benutzen müssen. Dann haben wir dort eine weiße Fläche und dort eine weiße Fläche. Na dann. 1, 2, 3. Dahin. Orange, ne? Autsch. Oh, die muss Kopfschmerzen haben, ey. Durch. Jawohl. So muss das sein. Ein riesiger unterirdischer Komplex. Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Halt. Das war jetzt alles intuitiv, was ich hier gemacht habe. Mir kam das irgendwie so logisch vor. Weil neuerdings sind Schrägen und tiefe Stürze hier so das Tageswerk. Ja, Vorsicht. Weiße Farbe. Kann ja wieder nur eins bedeuten. Da ist weiß. Achtung. Da anscheinend kein Weiß. Na gut. Hep. Hep. Da will ich hin. Hey. Okay, aber wie gesagt, ein riesiger unterirdischer Komplex anscheinend. Bin ja gespannt, wie das dann so von oben aussieht, wenn man dann so rauskommt. Da dann auch so Massen von Türmen, Gebäuden oder was auch immer sind. Das ist die weiße Pampe da. So, dann können wir da nämlich erstmal Portale reinbauen. Hier springt. Okay. Ich würde mal sagen, das soll so sein. Dann wollen wir mal nach oben springen. Mal gucken, wo wir landen. Ich sag ja, sie muss Kopfschmerzen haben. Juhu!
Ja, so aufs Erste, blau. Ganz klar. Nee, weiß. Dann blau. Da kommen wir nach oben. Schön. Und tschüss. Hello. Fährt weiße Farbe runter. Ah, guck an. Durch die Lüftung. Ich würde sagen, da oben wollen wir hin. Okay, ich würde gerne nach da oben. Oh, Hilfe. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo. Erstmal orientieren hier. Anhieb komme ich da jetzt nicht hin. Ich stehe auf Überblick verschaffen und ich würde gerne mal eine Etage nach oben. Doch, da drüben will ich hin. Nach da oben. Super. Realismus pur. Aber trotzdem ein absolut geniales Spiel. Ich habe eine Idee. Schön, hau raus. Ja, und wie? Okay, du wirst das schon richten. Ups. Gerade irgendwie mega spannend, deshalb habe ich jetzt auch nichts gesagt. Aber klar, mach. Riesenverschluss vor für einen kleinen Fahrstuhl.
Okay, dann fahren wir nach oben. Und das hören wir uns noch an. Vielleicht. Sehr gut. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Bis dahin, euer Taze.